Pachau, Erinnerung 4, Pachau ist auch der ein cooles Geräusch. Maulwurf. The Mole. Der Maulwurf, ja. Der Maulwurf. Maulwurf. Maulwurf? Was? Maulwurf? Italien, in Abstergos neuem Forschungszentrum. Ich muss wissen, was die mit diesem Animus vorhaben. Euer drittes Teammitglied hat keine Verbindung zum Orden gehalten, bis sie neue Befehle bekommt. Drittes Teammitglied? Was zur Hölle? Achso, dir. Das kommt uns entgegen. Hat ein anderes. Lucy Stillman. Sie hat Abstergo infiltriert. Seit sie 17 war, hat sie außerhalb des Ordens gelebt. Alle Verbindungen zu den Assassinen wurden gelöscht. Lucy Stillman. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. So. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Taxi. Ich dachte, dass alle vier Teile gleichzeitig losfliegen, aber es sind ja bloß einzelne Teile, die fliegen. D-Day ist der 1. Februar 2011. Du wirst von ihrem Team zur Verfolgung und Ergreifung Blutsverwandter geschnappt. Sie werden dich als Testobjekt benutzen. Oh Gott. Gut, Lucy verschafft dir nachts direkten Zugriff auf den Animus. Und sobald du genug Informationen hast, bringt sie dich wieder raus. What? Verschiebung. Da hatte ich aber ein anderes Gefühl. Nee. Wie was? Dass sie ihn nach den Experimenten wieder rausbringt. Nein. Oh mein Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann lebst du nicht. Nein! Scheiß Dreck hier. Nicht so ein Stress. Du musst mehr chillen. Ich habe leider gerade keine Tüte da. Wieso willst du auch mit einer Einkaufstüte chillen? Weil ich brauche ja Chilis, um zu chillen. Die müsste ich erstmal einkaufen, ich habe keine Chilis da. Schweige deiner Einkaufstüte. Oh! Ach, der war. Das klar war er auch da drin. Willkommen im Animus, Subjekt 16. Klar war er in demselben Raum. Sonst hätte er ja nichts an die Wand malen können mit seinem Blut. Ja, logisch. Hm, vergisst du schon alles, oder? Nur halb. Hinein in den Animus. Oh, das sah jetzt komisch aus. Oh. Hallo. Hallo. Jetzt sind wir angeblich. Stellen Sie sich die Geschichte als Buch vor. Die Seiten sind zerflettert, geschwärzt, fast unlesbar. Nur für Träumer von Nutzen. Von der Politik missverstanden und missbraucht. Doch was, wenn es einen Weg gäbe, die Geschichte zu rekonstruieren, ihre Lektionen wirklich zu verstehen? Der Animus stellt eine solche Chance dar. Wonach suchen Sie wirklich? Soweit ich weiß, stellt Abstergo keine Geschichtsbücher her. Sehr clever, Mr. Kaczmar. Ich glaube, du hast gerade die Hälfte von deiner Stirn verloren. Aber uns gehört ein Entertainment-Studio. Vielleicht produzieren wir ein historisches Drama. Denken Sie darüber nach, wenn Sie die nächste Sitzung beenden. Ein historisches Drama. Naja, zum Drama wird es tatsächlich. Oh Gott, wer ist das? Ein Präsident? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Bild. Sieht nach Gandhi aus. Das ist Gandhi. Oh, ja. Da hinten ist noch ein Bild. Ah. Noch ein Fetzenbild. Das da unten ist auf jeden Fall ein Präsident. Sicher? Ja, das Bild kenne ich irgendwie. Und das ist. Ein Haus. Das ist. Warte, schau nochmal hin. Was? Pfeilsymbole. War das nicht das Haus, in dem angeblich der Kennedy-Attentäter. Nee. Von wo aus er geschossen haben soll? Glaube nicht.
Ich glaube nicht, das war eine Bibliothek, Uni-Bibliothek. Es könnte sein, aber ich meine, das hatte andere Fenster. Weil ich glaube nämlich, ich habe nämlich mal eine Doku drüber gesehen, ich glaube, es war auf N24? Gut möglich, weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da schon N24 hatten. Sah so verlockend aus. Beginnen wir mal Selbstmord. Nein. Links, rechts. Ich vermute mal da lang. Ja, links wäre es auch gegangen. War da nicht eine unsichtbare Wand? Also nicht unsichtbar, echt? Aber so eine durchsichtige. Ja, kann auch sein. Dann gehen wir halt diesen engen Gang entlang und sehen Tesla. Ah, das Bild hatten wir aber auch schon mal. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch ein Bild. Weltkarte, ja. Bei Nacht. Wahrscheinlich. So. Ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Dir verschwindet gleich unter dem Hintern, ich wollte gerade sagen. Das Bild hat man auch, das ist König Elisabeth I. Oder? Meine ich jedenfalls. Vom Gesicht her. Ist das eine nicht ein Kerl? Was? Das eine war doch ein Kerl. Oh, es geht hier nach oben. Jo. Was haben wir hier? Hier haben wir Eisenbahnbau, Gleisbau. Irgendwie sowas, ja. Vermutlich von Ost nach Westküste. Jupp. Yep. In Amerika. Amerika. Wow. Ja, we didn't see that coming. Ja. Oh, jetzt wird's dunkel. Bekomme ich eine Pause? Machen Sie weiter, ich denke darüber nach. Sie können lügen, Widdig. Schließen Sie ihn wieder an, Miss Dillman. Miss Dillman. Lucy Stillman. Ich mag den Vornamen Lucy. Lucy. Mhm. Ich habe eine Freundin, die hieß Lucy. Also nicht eine feste, aber. Die hieß. Die hieß? Die, ja, also heißt vermutlich immer noch Lucy. Achso, du triffst. Also ihr habt keinen Kontakt mehr. Nee, schon jahrelang nicht mehr. Oh. Lucy. Ja, also ich brauche regelmäßig Abwechslung. Nein! Okay. Bild? Das ist ein Computer. Hätte ich gesagt. Oder eine Presse. Ist es eine Presse? Wird eine Presse sein. Und hier haben wir. Ah, Mars Rover! Jüsch! Eine kleine Maschine. Mit. Oh Gott. Kettenrädern. Wer mag das nicht? Maschinen mit Kettenrädern. So. Ah, au. Ja, das wird viel. Tricky. Zack. Ja. Das war schon an der Grenze. Ja, zu das weiß ich. Dämlich? Tod. Dabbing on a beach. Dabbing on a beach. Einmal durch. Okay. Ups. Oh je. Müsste eigentlich passen. Bin nur ein bisschen weiter nach unten vielleicht. Ich muss vor allem runter. Mhm. Scheiße. Jo. Eieiei. Nice. Ein alter Mann mit Schaufel. Hallo, ich werde dich nicht aufsammeln. Haha. Ne, ha. Gotcha. Not. Wollte ich gerade schon vorschlagen, kann man da nicht einfach. Damn it! Nichts passiert. Die war leer, oder? Ja. Oder? Die war leer. Papierkorb gefunden. Was? Nix. Tschika! Das war ein Maskrug. Ein Maskrug? Ja, also ein halber Maskrug. Was lachst du so? Ah, ich hab irgendwie nur verschluckt. Natürlich. Das, Weiter nach unten. Jetzt da seitlich durch. Ach so, ja. Rechts daneben, weil die Höhe fasst ja nicht. Ja.
Halt die Klappe. Willst du? Ich könnte mal probieren. Da, nimm. Wie wird's gemacht? Trigger. LBRB zum Wechseln, Trigger zum Schießen. A zum Springen. Und das war's auch schon. Okay. Was? Nein! Ah. Du musst da ruhig rangehen. Ganz ruhig. Das Springen weiß ich nicht, ob das irgendwas hilft. Sagte Mr. Nervous. Bitteschön. Was? Oh, du willst nicht weiter? Ich wollte dir bei der Lösung helfen. Du darfst gerne auch weitermachen. Nee, ich mag den Dingsbums nicht. Ich finde, man sieht einfach viel zu wenig. Oh, das geht nach unten. Ja. Hättest du mir auch sagen können, Luke. Ich habe irgendwie gedacht, du hast es gesehen. Dann sollte ich vielleicht hier machen, ne? Jo. Nice. Das ist auf jeden Fall Busch. Ich weiß nicht, welcher Busch. Aber es ist ein Busch. Einer von beiden halt. Ne? Ja. Ich glaube, es ist sogar Senior. Weil der nur Junior hat nicht so eine große Nase. Hat der Junior nicht sogar noch eine Größe? Eine größere, keine Ahnung. Ah, das ist Clinton. Da lachen sich zwei Präsidenten kaputt und der Soldat dahinter darf ja nicht lachen. Wieso? Nice. Das war knapp. Komm, was kriegen wir? Ah, wir dürfen wieder zurück in den Raum. Yay! Wow. Okay. Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt einen geilen Techno-Song als Hintergrund. So wie bei der einen Desmond-Erinnerung, wo... Ja, genau, bei einem Club. Genau. Das fand ich cool. Ui. Da muss ich weiter. Vermutlich. Hm. Vermutliche. Wow, da geht's tief runter. Hier mal an, hier kann man auch... Ach, ganz unten gleich. Es gibt eine alte Legende, über Generationen weitergegeben, dass der Edenapfel gar keine Frucht war, sondern aus Marmor oder Bronze bestand. Es heißt, er verleihe seinem Träger unglaubliche Kräfte. Ehrlich gesagt halte ich solche Märchen für reine Blasphemie. Wenn er den Apfel sieht, sagen Sie sofort Bescheid. Haben wohl nicht alle für Blasphemie gehalten. Ja. Okay, da ist nix. Nee, da ist nix. Kein Bild.